Heute gibt es ein bisschen ein unkonventionelles Video und ich weiß, es wird wahrscheinlich auch ein wenig hallen, aber ich musste mein Esszimmer mehr oder weniger leer räumen, dass ich euch dieses gute Stück zeigen kann. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Glamshop. Ich bin der Steinevater und heute stelle ich euch ein Moldking-Produkt vor. Und zwar, ihr seht es, die 17015. Nehmen wir den Karton, das ist der große rote Kran von Moldking. Schön, jetzt sind wir ein bisschen flexibel, können wir ein bisschen näher ran. Jo, das ganze Set hat 4318 Teile. Nochmal die Rückseite vom Karton, alles schön abgebildet. Und Altersempfehlung 14+. In dem Fall, ja, haut ungefähr hin. Und wie gesagt, es ist gigantisch. Das ist noch nicht das Maximum, ja, das geht noch höher. Wenn ihr so einen kleinen Vergleich haben wollt, ich bin 1,95, dann wisst ihr, wo ihr hier seid. Bevor wir zu den Funktionen kommen, kurz einfach was über den Aufbau. Der untere Teil, ja, also hier die Ketten, der untere Aufbau, waren, ich sag mal, der anspruchsvollere Teil, zumindest bautechnisch. Es war nicht schwer, aber hier oben wird es relativ eintönig. Ja, ihr habt hier diese verschiedenen Elemente, ihr baut immer wieder das Gleiche. Das macht ihr bei allen, ja, Auslegern von dem Kram. Trotzdem hat es Spaß gemacht, den aufzubauen. Und ich würde sagen, wir machen kurz die Funktion und dann gibt es noch ein, zwei Kniffe, worauf ihr unbedingt achten müsst, wenn ihr das Ganze aufbaut. Ihr habt hier von Moldking übrigens 6-Kanal-Akkubox. Ja, und, das muss ich nochmal nachschauen, genau, 5-mal ein L-Motor und ein M-Motor. Ja? Bei dem guten Stück, ihr könnt ihn, ja, drehen, hoch, runter, vor, zurück, ihr könnt ihn auch fahren lassen. Ja? Einzig allein hier hinten, diese Gewichte, die hier dran sind, die lassen sich nur über dieses Zahnrad verstellen. An sich ist es nicht nötig, das Ganze zu verstellen. Ich lasse ganz draußen. Sie sind auch, ja, ich würde sagen, sie kommen schon auf den Boden. Also ganz in der Luft sind sie nicht, aber nicht weiter schlimm. Hier gibt es eine Klappe. Da habt ihr eure 6-Kanal-Box. Die macht ihr an, Fernbedienung anmachen, Klappe zu. So, und jetzt gehe ich ein bisschen aus dem Bild und dann zeige ich euch mal die Funktionen. Also ganz normal, rückwärts, vorwärts. Ihr könnt die Kettenglieder einzeln ansteuern. Ihr könnt den ganzen Kran drehen lassen. Mache ich jetzt nicht, dann seht ihr nämlich besser die restlichen Funktionen. So, dann könnt ihr den natürlich rumdrehen. Der lässt sich um 360 Grad drehen. Also keine Begrenzung hier. Und dadurch, dass auch der Ausleger hinten mit den Gewichten so weit draußen ist, stoßt ihr nirgends an. Des Weiteren könnt ihr, das geht jetzt noch alles über die Joysticks, ja, also das Fahren, das Drehen und auch hier habt ihr die Funktion, damit könnt ihr den oberen Ausleger, der geht jetzt nach unten und nach oben. Und jetzt achtet mal drauf, wenn der nach oben geht, also es gibt eine Begrenzung, man könnte jetzt meinen, den könnte man hier komplett zusammenfahren, theoretisch geht's, praktisch kriegt ihr ihn aber nicht mehr zurück, fehlt dann das Gewicht. Ich gehe jetzt mal ungefähr in die Position, das ist ausreichend. Und das ganze Teil geht schon fast unter die Decke. Ich werde mich jetzt mal hinstellen, dass ihr mal so eine ungefähr den Vergleich habt. Also es geht aus dem Bild raus. Ihr seht, er ist nicht mehr drin. Das gute Teil ist ungefähr auf 2,10 Meter Höhe. Also wahnsinnig. Ihr braucht definitiv Platz dafür. Weiter, wir lassen den wieder runter. Wie gesagt, das war so die Grenze, ab da geht es noch ganz gut. So, alles über den Joystick noch. Jetzt habt ihr noch hier oben die Tasten. Ja? Über der Taste, also auf der rechten Seite vom Joystick, könnt ihr den Haken rauf und runter lassen. Das Ding geht auch tatsächlich, wie gesagt, ganz bis zum Boden, da ist genug Schnur mit dran. Überhaupt kein Thema. Der Haken ist zusammengebaut, es gibt keinen Metallhaken hier. Ja, das vonnöten ist, ihr könnt nicht allzu viel damit heben. Also ich habe mal so einen leeren Eimer hochgehoben, das geht schon, allerdings müsst ihr wirklich auf die Position aufpassen, wie der gesamte Kran steht. Jetzt habt ihr noch die anderen Knöpfe
Und die letzte Funktion ist quasi, dass ihr den großen Ausleger hier nach vorne kippen könnt und zurück. Machen wir jetzt auch mal. So, Vorführeffekt. Ich habe gerade die Akkubox erst reingemacht. Wahrscheinlich habe ich da einen Kontakt nicht richtig runtergedrückt. Schauen wir mal. Ja, genau. Also, oh, schon wieder. Der war's. So, ihr seht, der Ausleger geht nach vorne. Er geht ein ganzes Stück nach vorne. Aber ihr werdet merken, wenn ihr es zu weit nach vorne lasst, habt ihr hier unten das Problem an diesem Kranz, dass der euch abhebt. Ja? Er ist meiner Meinung nach viel zu gering hier unten befestigt. Das hätte stabiler sein müssen oder mehr Gegengewicht. Das Gewicht befindet sich jetzt nicht mehr auf dem Boden. Ja, also da geht gern das Doppelte an Gewicht, dass der nicht aus dem Kranz rausgeht. Das lassen wir wieder hoch. Und hier hinten, ihr könnt es zusammenfahren, bis die Schnüre quasi, ja, oder bis die Teile sich berühren. Das ist kein Thema. Also nicht so wie da oben. Aber wie gesagt, zu wenig Gewicht da hinten drin. Hätte man mehr reinmachen müssen. Gut, das war das zu den Funktionen. Jetzt aufbautechnisch. Es gibt tatsächlich ein, zwei wichtige Dinge zu beachten. Jetzt schiebe ich den mal ein Stückchen vor. So, also zum einen, wie ich es gerade schon gesagt habe, es ist zu wenig Gewicht. Das heißt, hier unten, der Kranz, der unten dran ist, werdet ihr jetzt nicht sehen. Wenn ihr es aufbaut, merkt ihr es, der Kranz wird sich abheben. Ja? Und das Problem werdet ihr auch beim Aufbau haben, dass ihr einfach da noch was beschweren müsst. Also es wäre sinnvoll, hier noch was drauf zu machen, weil wenn ihr diese Ausleger dran baut und es ist noch nicht fertig, ja, das Gewicht kommt, ja, es kommt dann schon hier bei dem Ausleger mit dran, aber dann hebt es euch auch ab. Also ich habe mir hier beschwert, dann hat es ganz gut funktioniert. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und damit kommen wir auch schon fast zum Ende. In der Anleitung werdet ihr, wenn ihr diese Ausleger aufbaut, bevor ihr die Schnüre spannt, also die Schnüre kommen ganz zum Schluss, werden diese Ausleger hier verbunden. Da sind extra blaue Technikleisten mit dabei. Damit verbindet ihr die. Zwei, also eine auf jeder Seite. Und das Ganze wird später auch hier oben passieren. Dieser Arm, mit diesem Arm, könnt ihr verbinden, könnt ihr stehen lassen. Da passiert euch nichts. Sobald ihr den Arm ranbaut, weil der ist tatsächlich hier nur in einer Achse befestigt, und den dann verbindet, ist viel zu viel Gewicht dran und das ganze Teil kippt euch nach vorne weg. Da reißt da unten die Verbindung raus. Dieses ganze Konstrukt hält rein durch die Schnüre. Ja? Diese Achse, wo der Ausleger hier dran ist, die dient nur, dass er sich bewegen kann. Hier unten genauso. Es ist am Ende an einer einzigen Achse befestigt. Klar, sonst könnt ihr das ja nicht kippen. Heißt wiederum aber, ihr müsst die Schnüre spannen, dass ihr das Ganze auch wirklich sicher dastehen habt. Das heißt, ich empfehle euch ganz, ganz dringend, dass ihr anfangt, schon die Schnüre zu spannen, bevor ihr das Teil wirklich festmacht. Es wird sonst nicht funktionieren. Euch wird es zusammenklappen, wenn ihr Pech habt, reißt es was raus. Ich hatte Glück, bei mir ist jetzt nichts kaputt gegangen dabei. Aber es ist zu wenig, was Moltking hier an Befestigung vorgesehen hat, zum Halten. Sind die Schnüre dran? Ihr seht, hält das Teil wunderbar. Ihr habt hier unten die Rollen. Was ich ein bisschen schade finde persönlich, es ist offen. Also man hätte hier eine Abdeckung drüber machen können. Und was ich ein bisschen kritisch sehe, zumindest in der Benutzung, die Verlegung der Kabel. Weil ein Teil der Kabel läuft einfach nur unter den Rollen entlang. Die sind aber nicht straff, die sind auch nicht mehr von oben geführt, dass sie unten bleiben. Es könnte passieren, dass sie in die Rollen reingehen. Ist mir bisher noch nicht passiert, ich habe mir auch mehr oder weniger nur ausprobiert. Aber meiner Meinung nach sollte man da noch ein bisschen nacharbeiten. Und das gleiche Spiel ist, ihr habt hier unten eine Verbindung drin. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr es. Ihr habt hier eine Verbindung drin. Und diese Verbindung liegt quasi auch nur so lose da drin. Die Akkubox,
Die ist befestigt an zwei Pins. Hätte man hier auch noch mit einbauen können, dass die Verbindung einfach befestigt ist. Aber gut. Ansonsten ist dieses Teil von der Funktion her sehr flüssig, also es läuft sehr flüssig. Die Zahnräder greifen gut ineinander, da habt ihr keinerlei Probleme. Auch verhältnismäßig mit den Ketten klappt es gut. Ihr habt hier ein Doppelkettenpaar auf beiden Seiten, ja. Also mächtiger Antrieb. Aber das funktioniert soweit ohne Probleme. Geringe Belastungsmöglichkeit, wie ich schon gesagt habe. Also hier hält nicht viel. Wenn ihr seht, ich zippel hier dran, dann geht das Ding da hinten schon hoch und runter. Es ist, ja, es ist einfach immer noch Kunststoff. Und Kunststoff und viel Gewicht und Größe und so weiter kommt ziemlich schnell an die Grenzen. Aber auf jeden Fall ein sehr imposantes Modell. Ich habe also die Höhe, wie gesagt, ungefähr mit 2,10 Meter. Wenn es komplett ausgefahren ist, machen noch kurz die Breite bei den Kettengliedern. 35 cm und in der Länge muss ich mich jetzt mal auf die Angaben verlassen. Da sind wir, glaube ich, beim Meter, ja, hier 1,88 Meter. Standardhöhe wohlgemerkt 1,73 Meter. Das ist dann ungefähr der Punkt, wenn ihr es weiter unten habt. Wenn ihr es ganz oben habt, über 2,10 Meter, ihr kriegt es nicht durch den Türrahmen. Das Ganze kriegt ihr natürlich auch im Klemmshop für 250 Euro. Werde ich euch unten wieder verlinken. Und ich muss tatsächlich sagen, es war ein Modell, auf das habe ich mich einfach riesig gefreut. Und ich kann auch nicht viel, bis auf die Befestigung, besonders Negatives über dieses Modell sagen. Es ist echt genial. Und ja, jeder, der dran vorbeiläuft, der ist begeistert. Ich finde es super. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Die nächsten Videos gibt es wieder im normalen Rahmen. Ich glaube, sowas in der Größe werde ich so schnell nicht wieder da haben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und falls ihr Wünsche, Fragen, Anregungen habt, einfach runter in die Kommentare schreiben. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Da freue ich mich drauf. Gibt es wieder einen neuen Hersteller. Also einer, der noch nicht im Glamshop drin war. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal.